Hallo und herzlich willkommen bei meinem zweiten Tutorial. Ich werde euch heute zeigen, wie man den Too Many Items Mod für Minecraft installiert und sich downloadet. Also, als erstes einmal braucht ihr die WinRAR-Datei. Die gibt es auf dieser Internetseite hier. Und auf dieser Internetseite gibt es das halt. Ich werde euch den Link nochmal in der Beschreibung tun. Und dann könnt ihr euch halt hier die deutsche Version oder die englische Version runterladen. Vorzugsweise natürlich deutsch. WinRAR für die 32-Bit-Version oder 64-Bit-Version. Ich habe jetzt die 64-Bit-Version mit meinem Laptop und habe mir das schon downgeloadet. Ist aber schon etwas länger. Gut, zweitens. Ihr müsst auf megaupload.com, hier oben ist wieder die Adresse. Ich werde es euch, wie gesagt, nochmal in die Beschreibung reintun und dann müsst ihr 45 Sekunden warten und dann klickt ihr hier auf Standard Upload. Wenn ihr hier registriert seid und dafür was zahlt, dann könnt ihr Premium Upload machen, Download machen. Aber ansonsten Standard. Desktop, ja. Dann laden wir es mal runter. Gut, wir haben das runtergeladen. Und dann haben wir den hier. So. Öffnen den mit Doppelklick. Tun hier einfach an die Seite, so dass es so ist. Einfach an die Seite tun und dann drücken wir die Windows-Taste und gleichzeitig R. Windows-Taste und gleichzeitig R. Dann kommt ihr dieses Fenster ausführen. Dort gibt ihr ein Prozent App Data Prozent App mit 2P, wie ich hier das alles in super toll seht. Ne? Gut. Dann Enter oder auf OK. Okay, wie ihr wollt. Gut, dann haben wir hier, sind wir hier in eurer Datei, AppData Roaming. Gut, wir gehen hier auf Minecraft. Das ist nicht immer an erster Stelle, müsst ihr euch das halt zusammen suchen und so weiter. Gehen dann hier auf Bin. Gut. Minecraft.jar, das ist normalerweise die .jar-Datei. Ich habe das schon so gemacht, dass man das öffnet hier mit, öffnet immer mit WinRAR-Archiver. Wenn ihr das nicht hier habt, dann müsst ihr Standardprogramme auswählen und dann halt hier empfohlene Programme oder hier bei anderen Programmen nachschauen, was halt da das Programm ist. Okay. In unserem Fall wird es nicht geöffnet, wie man sieht. Voilà. Also öffnen wir das mit WinRAR Archiver. Gut. Dann tun wir das hier an die Seite. Okay. Also. Dann haben wir hier den Meta-INF-Ordner. Den müsst ihr löschen. Rechtsklick, Datei löschen. Dateien löschen. Gut. Ja, wir wollen löschen. Gut, ist gelöscht. Als nächstes tun wir die ganzen Dateien hier markieren und tun sie einfach hier einfügen. Einfach. Ja. Gut, dann haben wir das. Hopp, hopp, hopp. Dann können wir ganz normal Minecraft öffnen. Sie anmelden. Und wie ihr seht, wir haben kein Black Screen und der Mod gilt nur für die 1.7.2 Version von Minecraft. Nicht für die 1.66 oder ältere Versionen. Nur für die 1.7.2. Dann gehen wir auf unsere Welt. Dieser Mod funktioniert in der Singleplayer-Welt genauso gut wie auf der Multiplayer-Welt. Bei mir haben wir jetzt gerade Nacht. Okay, dann fangen wir mal mit Löschen an. Wenn ihr hier eins löschen wollt, dann nehmt ihr das, was ihr löschen wollt, Rechtsklick oder was auch immer, und so ist hier Müll. Wenn ihr aber alles löschen wollt, dann drückt ihr die Umschalttaste und gleichzeitig die Liebes. Also das, was ihr wollt. Und Moment, nee. Als erstes hier klicken und das hier so nehmen mit dem Maus und dann die Umschalttaste drücken und das dann hier reinschmeißen. Das ist dann alles gelöscht von der Sorte, aber nur von der. Dann tut ihr euch, wenn ihr was raustun wollt, bei manchen Sachen ist ja ein Stack nur eins, aber nehmen wir hier jetzt die Blätter, was ja mit der 1.7.2 rausgekommen ist, da drückt ihr einmal rechts, ein Rechtsklick ist ein Blatt, also nur ihr wisst es ja schon.
Ein Item, genau, ein Item. Und Linksklick ist dann ein Stack-Item. Wenn ihr aber mehr wollt, dann könnt ihr die Umschalttaste drücken, jetzt wirklich die Umschalttaste drücken, und dann mit Linksklick auf das gehen, was ihr wollt. Dann habt ihr automatisch 111. Und von den 111 könnt ihr so viel verbrauchen, wie ihr wollt. Sagen wir jetzt mal, wir brauchen ja ein bisschen. Okay, mal ein bisschen verbraucht. Jetzt brauchen wir wieder mehr. Drücken wir einfach wieder in unser Inventar, beim VfB, und dann haben wir wieder 111. So einfach kann es gehen. Wenn da diesbezüglich noch Fragen aufkommen, fragt mich einfach per Kommentar, was immer sonst. Irgendwelche Wünsche für Tutorials oder Let's Plays könnt ihr mir auch schreiben. Ich werde es versuchen, so gut wie möglich hinzubekommen. Ja, das war's. Dankeschön und tschüss.